Ja, hallöchen, Freunde. Willkommen zu einem kurzen Angezockt hier auf meinem Kanal. Und dabei handelt es sich, wie ihr seht, um 100 Days Winemaking Simulator. Ja, warum ich das Spiel ausgesucht habe, ist, ich dachte mir, das wird wohl mal so wieder mal so ein schönes, entspanntes Spiel sein, wie ähnlich wie Dorfromantik, das bei mir mal als angezockt auf dem Kanal lief. Einfach mal ein Spiel zum Abschalten, einfach mal präsentieren für euch. Ich habe jetzt gerade leider den Preis nicht vom Spiel im Kopf. Ich müsste mal ganz kurz nebenbei schauen. Guck mal gerade nebenbei. Ich will nämlich nichts Falsches sagen. Genau. Das Spiel selbst kostet, zumindest bei Steam im Originalpreis, 21 Euro derzeit im Sale mit 10% Rabatt bei knapp 19 Euro. Mal gucken, ob sich der Preis wirklich lohnt und gerechtfertigt ist für, ich sage mal, so ein Wirtschaftssimulationsspiel, was vielleicht doch ein bisschen dazu bringt, abzuschalten. Ich habe selbst natürlich noch nicht gespielt. Ich würde gleich mit euch einfach mal reingehen in den Story-Modus. Und hier braucht ihr euch nicht wundern, warum hier Gettings ist. Das ist wohl, ich sag mal, ein kleiner Bug in der Version. Ich glaube, das ist die 1.02. Hier, wo ich gerade aufnehme, müsste ich mal gucken, steht es. Ja, genau, 1.02 ist auf Deutsch eingestellt. Aber komischerweise, wenn man es auf Deutsch stellt, steht da Gettings anstelle von Settings. Wer weiß. Soll aber der Schaden nicht sein, alles andere sollte funktionieren. Und dementsprechend fangen wir einfach mal an. Naja, eine verschmutzte oder verschlissene Maschine kann kaputt gehen oder den Wein schädigen. Bei der Wartung werden die Maschinen gereinigt und einige Kleinteile ausgetauscht. So, also wir haben jetzt am Anfang, wie ihr seht, so ein kleines Tutorial, weil das sieht halt noch nicht wirklich aus, als ob man hier Wein herstellen könnte, aber ist erstmal egal. So, die Karten stellen die Aktivitäten dar, die wir durchführen sollten. Du kannst sie per Ziehen und Ablegen auf dem Spielfeld ablegen. Das Feld stellt die Tageszeit dar. Jede Aktivität nimmt einen bestimmten Platz ein, aber du kannst die Karten rotieren, um die Arbeit zu optimieren. Wenn du mit deiner Platzierung zufrieden bist und bereit bist weiterzumachen, klicke auf das Schaltblech in der unten rechten Ecke, um zum nächsten Tag zu wechseln. Also wir gucken uns erstmal das an. Haben das da hingelegt. Ja. Ey! Okay, wir können halt wirklich nichts anderes hier reinsetzen. Das seht ihr ja, also es passt einfach vom Platz her gar nichts, können gar nichts machen. Posteingang prüfen, warum auch immer, ne? Ein Zoom raus, Zoom passt und dann der nächste Zug. Müssten wir den Posteingang prüfen oder einen Bericht vorbereiten. Das soll hier wahrscheinlich wirklich nur mal so ein bisschen bringen. Nur eins, zwei. Passt schon. So, das eine braucht halt zwei Tage, sage ich mal. Das sind nur, also Züge, und das war nur ein Zug. Das auch jetzt nur noch ein Zug, vorher jetzt zwei Züge. Einige Aktivitäten haben spezielle Ergebnisse. Drücke den blinkenden orangefarbenen Knopf, um diese anzuzeigen. Wir kriegen Post. My dearest Emma, I doubt you remember me. My name is Beppe and I am an enologist. Winemaking has ruled my life as a tyrant, devouring any free time I had, until I have reached the end of my journey, still chasing the perfect wine. There is a long list of winemakers who would be happy to inherit my lands, but this time I will rebel against what is logical or due. While we need to treasure our tradition,
We also need to make room for innovative solutions. Newcomers to fill our ranks. I want you to run my business and become a winemaker. It's not going to be easy, but I promise you it will be worth it. Your vineyards await. Okay, also kurz zusammengefasst, wir haben einen Brief gekriegt von der Beb. Das Merkwürdige ist, aber ja gut, wir scheinen uns halt nicht an sich zu erinnern wahrscheinlich, deswegen hat sie uns so angeschrieben. Sie ist offenbar eine Winzerin, was im Fachbegriff wohl Önologe heißt, wusste ich noch gar nicht. Ja, und sie hat uns halt ihre Weinberge vererbt und jetzt müssen wir halt dafür aufkommen und entsprechend dann Wein produzieren. Hi, ich bin Anna und ich wohne direkt nebenan. Hi, schön dich kennenzulernen. Es ist toll, dich endlich kennenzulernen. Endlich ein Gesicht zu dem Namen. Der alte Mann hat schon so viel von dir erzählt. Ach, tatsächlich? Ja, ich werde dir alles darüber erzählen, keine Sorge. Aber alles zu seiner Zeit. Ich dachte nur, es wäre ganz nett, mich erst einmal vorzustellen und dich willkommen zu heißen. Also, hier bin ich. Oh ja, sehr nett von dir. Du musst erschöpft sein. Wie war deine Reise? Ja, ich bin tatsächlich ein bisschen müde. Der Flug hatte Verspätung und war ziemlich überfüllt. Oh je, das kann ich mir vorstellen. Lass mich wissen, wenn du was brauchst, okay? Egal was. Was das angeht, wie schmeiße ich den Laden hier? Der Brief war in dieser Hinsicht nicht besonders präzise. Ja, das ist die große Frage, aber du hast Glück. Der alte Mann hat dir ein paar Anweisungen hinterlassen, aber er war auch ein bisschen besorgt, dass alles auf einmal am Anfang ein wenig überwältigend wäre. Ich werde dir deshalb, sobald die Zeit reif ist, nach und nach seine Notizen zukommen lassen. Er hat mir diese Aufgabe anvertraut und ich werde ihr gern nachkommen. Überwältigend trifft's ganz gut, also noch mehr handgeschriebene Notizen und Briefe? Ich nehme an, mit Technik hat er erst nicht so, oder? Nicht wirklich. Er gehörte halt einer anderen Generation an. Andere Zeiten, andere Kommunikationsmittel. Aber du wirst schon klarkommen. Keine Sorge. Zurück zu deiner Frage. Du solltest wirklich Theo anrufen. Er wird dir helfen, den Laden zu führen. Theo, okay. Kennst du ihn? Ja, netter Kerl. Groß, starke Arme, große Hände. Er ist der jüngste Sohn der alten Dame, die die Bäckerei im Ort betreibt. Großartige Brote, Weißbrot, Körnerbrot, egal was, sie haben es. Ganz zu schweigen von den Kuchen, die sie machen. Ach, dieser Kuchenduft. Am Sonntagmorgen kannst du es auf der ganzen Straße riechen. Versprich mir, dass du diese Kuchen probierst. Oh ja, und... Theo, wie finde ich ihn? Je, ich tue es schon wieder. Ich schweife schon wieder ab. Ich bin manchmal so ein Plappermaul. Stimmt, Theo. Es ist wirklich einfach. Ruf ihn einfach an und er kommt im Nullkomma nichts rum. Prima, danke Anna. Mach dir keine Sorgen. Jetzt lass ich dich auch erstmal in Ruhe. Ich habe eine Manipedi in meinem Lieblingsnagelsbar und darf auf keinen Fall zu spät kommen. Also erstmal auspacken, sich einrichten, sich mit dem Ort vertraut machen und... Und? Atme mal tief ein. Riechst du das? Riechen? Was denn? Ach ja je, du hast echt keine Ahnung, oder? Riech mal die Luft. Füll deine Lungen damit. Saug sie ruhig auf. Willkommen in Langhe. Du bist zu Hause. Howdy. Hi, bist du Theo? Das wäre dann wohl ich. Großartig. Wir haben gestern telefoniert. Ich brauche wirklich deine Hilfe. Ich helfe gerne. Ich habe tatsächlich auf deinen Anruf gewartet. Wie du vielleicht weißt, hat der alte Mann uns alle Anweisungen gegeben. Ich bin sicher, du meinst es gut, aber das klang jetzt doch irgendwie unheimlich. Ach Quatsch. Es zeigt doch nur, wie sehr er sich um dich sorgte und um sein Land. Ihr alle sagt das immer wieder, aber ich habe den Mann nie getroffen. Ich habe keine Ahnung, was für ein Mensch er war. Was mich angeht, so hat er mich im Grunde auf seinen großen Haufen Schrott sitzen lassen. Ich vermisse fast mein Büro, aber genug davon. Ach komm schon, das meinst du doch nicht wirklich. Wie auch immer, fangen wir an. Wie genau läuft das mit dem Weinmachen ab? Die Frage ist etwas schwammig. Schau, ich habe meine letzte Zimmerpflanze Dodo genannt. Weißt du warum? Weil Dodos ausgestorben sind. Ein Schicksal, das alle meine Zimmerpflanzen ereilt. Dem Untergang geweiht, sobald ich sie kaufe. Das musste aufhören. Sogar Sukkulenten? Die sind schwer tot zu kriegen, weißt du? Oh doch, die kriegst du tot. Übergießen. Ganz einfach. Zu feuchter Boden und dann ist auch vorbei. Na da,
Kein Dünger, kein grüner Daumen, keine niedlichen handgefertigten Keramikvasen, kein schickes Terrarium, in dem kleine grüne Lebewesen wachsen. Einfach, nö, nicht bei mir. Weißt du, solltest du jemals Lust haben, das zu ändern? Ich habe einen entfernten Cousin, der hier in der Stadt Florist ist. Ich weiß. Wusstest du? Aber woher? Komm, Mann, komm, lass mich raten. Anna hat's dir erzählt. Ja, sie hat mir einiges von dir erzählt, aber jetzt mal ehrlich, aus der Weinmachgeschichte wird wohl nichts, wenn du mir nicht die Grundlagen erklärst, oder? Absolut. Ich warte. Ach, du meinst jetzt gleich? Na gut, los jetzt, los geht's. Starten wir mit etwas Einfachem, aber Grundlegendem, wie dem Unkraut entfernen. Geht es da um... Ich unterbreche dich hier gleich mal. Nein, beim Unkraut entfernen geht es darum, die Feuchtigkeit des Bodens zu erhalten, indem die Konkurrenz um die mineralischen Nährstoffe, die die Reben zum Wachsen benötigen, reduziert wird. Plausewelt. Kurz gesagt, tot dem Unkraut? Lang lebe die Rebe? Komische Art, sozusagen. Aber ja, kurz gesagt. Super, tun wir mal so, als wäre das Unkraut meine Zimmerpflanze. Problem gelöst. So, das heißt, wir müssen Unkraut entfernen, reinpacken. Und wir können das immer offenbar nur wirklich hier reinpacken. Okay, dann machen wir das. Das wird 2 Tage dauern, wie es scheint. Und hier nicht wirklich viel mehr machen. Oh, Brico. Trauben prüfen. Warte mal. Gehört das dann auch zu mir? Ach, voll. Gut, wir können hier... What the fuck? Moment, Moment, Moment. Zurück hier, bevor ich hier irgendwas mache. Also, okay. Macht jetzt so ein bisschen Sinn. Also wir haben hier Aktionsfelder, wo wir was hinlegen können. Und hier haben wir eigentlich die eigentliche Rebe, die wir hier behandeln können. Wir haben ein Warenhaus, wir haben einen Keller, wo wir drauf klicken können. Und hier im Keller wird definitiv was fest gemacht. Okay, wir können irgendwie Zeug wahrscheinlich kaufen. Wir können eine Apfelmaschine noch dazu packen, pressen und so weiter. Aber ich gehe mal davon aus, das kommt jetzt zeitnah die Erklärung. Dementsprechend mache ich erstmal den nächsten Zug. Das lief gut. Findest du? Genügt meine Unkrautvernichtung den Ansprüchen? Ich muss zugeben, das war erstaunlich. Ich sag das doch. Vernichten. Ich bin gut in sowas. Also, was als nächstes? Ja, lass uns weitermachen. Jetzt wirst du die Höhe Kunst des Austins lernen. Die Pflanzen sollen also auf Diät? Nein. Warum denn nicht? Ich habe das Gefühl, wir haben noch einen weiten Weg vor uns, in Babyschritten. Also grundsätzlich muss man einige der Blüten und oder Trauben an der Weinrebe entfernen. Warte, was? Warum sollte jemand das tun? Wenn du mich ausreden lassen würdest, also, wie ich bereits sagte, wird dieses Verfahren verwendet, um Ertrags- und Qualitätsziele zu erreichen. Außerdem ermöglicht es dir, das Gleichgewicht der Reben zu verändern. Eine absichtliche Verschwendung von Ressourcen? Verstehe ich das richtig? Tust du. Bist du sicher, dass du nicht mal 5 lustige Minuten nötig hättest? Wenn du willst, können wir gerne mal eine Pause einlegen. Es mag widersinnig klingen. Aber das Ganze, das gebe ich zu. Aber die Leute dachten, die Züchter hätten völlig den Verstand verloren, als sie anfingen, diese Technik zu praktizieren. Ein Priester aus einer nahegelegenen Gemeinde wurde damals extra in die Weinberge gerufen, um sie zur Vernunft zu bringen und ihre Seelen vor dem blasphemischen Ock der Verschwendung perfekter Trauben zu retten. Du bist also nicht der Erste, wie sie denkt. Ich bin sie? Okay, ach ja, stimmt, ja. Es müssen also ein paar Blumen und Trauben zum Wohle derer, die übrig bleiben, geopfert werden? So ist es. Also... Alles für den Ertrag. Bist du mit dem Konzept vertraut? To strive, to seek, to find and not to yield. Tennyson in the Vineyard. Warum jetzt auf einmal der Englisch ist? Okay. Wer? Ach, nur ein Freund von mir. Vergiss es. Bitte mach weiter. In Ordnung. Der Ertrag ist ein Maß für die Menge an Trauben oder Wein, die pro Flächeneinheit des Weinbergs produziert wird. Warte, lass mich das kurz aufschreiben. Es macht jetzt wahrscheinlich keinen Sinn, aber vielleicht später. Okay, okay, jetzt bin ich mal, also wir sollen aus den, na scheiße, wir haben wieder nur so ein, warte mal. Das kostet doch noch was, na gut, von mir aus, machen wir mal. Saison Ende Sommer. Schade. Sind wir im Herbst. Ja, wie wir sehen, es geht dann immer auf die Reben hier. Wir könnten offenbar neue Weinstöcke kaufen. Wir haben auch ein bisschen Geld.
Ist halt noch nicht so bekannt, ist aber erstmal egal. Und jetzt können wir als nächstes ernten. Das war gar nicht so schlimm, oder? Ja, ich schätze, so langsam kapiere ich, was die Leute, was dieses neue Leben in den Weinberg bedeutet. Also, was jetzt? Die Ernte. Da brauchen wir ein bisschen Hilfe. Oh, keine Ernte 101 mit Theo, dieses Mal? Nicht dieses Mal, wir können gemeinsam mit der Ernte beginnen, aber du musst einen Önologen einstellen, um dieser Aufgabe gewachsen zu sein. Er gehört zu den komplexesten und heikelsten Tätigkeiten, die du auf dem Weinberg finden wirst. Da ist kein Platz für Fehler. Na, danke dafür. Bloß kein Druck, was? Du schaffst das schon. Entspann dich. Ruf einfach Gianni an. Er ist der Beste auf dem Gebiet. Wird gemacht. Gut, los geht's. What the fuck? Ah, guck mal, die Trauben, wie reif die noch sind. Zuckerhaltiger Rückstand. Ich hoffe mal, dass das dann später auch mal alles noch erklärt wird. Aber gut. Sehr fein. Verbesserung können wir auch mal freischalten. Gut zu wissen. Du bist Bette! Hi, es ist schön, dich kennenzulernen. Ja, tut mir leid. Ich bin unterwegs. Anna begegnet. Du solltest wirklich jede Art von der Ablenkung vermeiden. Der Weinbau ist eine Tätigkeit, die ungeteilte Aufmerksamkeit und volles Engagement erfordert. Wenn du nicht bereit bist, dich voll und ganz deinen Weinbergen hinzugeben, dann wirst du scheitern. Und am wichtigsten, deine Reben werden zugrunde gehen. Und so etwas ist absolut inakzeptabel. Wow, haben wir den falschen Fuß aufgestanden, was? Ich lege lediglich die Fakten dar. Also, warum bin ich hier? Theo sagte mir, ich sollte dich anheuern. Wir haben mit der Ernte begonnen, aber wir brauchen deine Hilfe, um die Aufgabe abzuschließen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass du vor kurzem aus London hierher gezogen bist und weder irgendein Verständnis noch das leiseste Interesse am Weingeschäft hast. Im Grunde hast du keine Ahnung davon, nicht wahr? Ist jetzt mal gut. Mein Mathelehrer in der Highschool war ja da netter als du. Und das will schon was heißen. Wie gesagt, gebe ich nur die Fakten zum Protokoll. Oder lege ich etwa Walz? Hör mal, Sonnenschein. Ich habe keine Zeit für deine herablassenden Blödsinn. Bist du jetzt hier, um zu helfen oder nicht? Ich heiße Gianni. Ich habe dem alten Mann versprochen, dir bei der ersten Ernte zu helfen und ich stehe immer zu meinem Wort. Wie ich sehe, habt ihr schon angefangen. Das ist faszinierend, denn ihr habt offensichtlich keinerlei Ahnung, was ihr da eigentlich tut. Jetzt beeil dich, ich möchte fertig sein, bevor die Saison zu Ende ist. Bla bla bla. Erspar mir den Quatsch und hilf mir einfach. Wie wäre das? Wie auch immer. Also, die Ernte. Wie du vielleicht schon erraten hast, ist das der Prozess, bei dem die Weintrauben geerntet werden. Man kann das von Hand oder maschinell machen. Das wird wohl eine Weile dauern. Was du nicht sagst. Eine weitere bahnbrechende Entdeckung von Freunden weiß nichts, kann nichts. Aus London. Ja, es ist ein langer und anstrengender Prozess. Und ja, man muss das jedes Jahr durchmachen. Es ist auch mein Lieblingsteil und die lohnendste Erfahrung als Önologe. Also verdirb es mir nicht. Nicht mit deinen amateurhaften Banalitäten. Was ist bloß dein Problem? Ich kann nicht mal... Los geht's! Du bist langsamer als ein Faultier. Mach schon, sonst kommen wir nie im Keller an. Wartet denn jemand im Keller auf uns? Nur deine Zukunft als Winzer. Lass dir also ruhig Zeit. Das heißt, wir sollen in den Keller. Hat er doch gesagt, oder? Jeder gesagt, ich soll einen Keller. Kellerverbesserung kann ich sowieso nicht machen. Okay. Gehen wir es mal im nächsten Zug. Keller? Hallo? Er hat doch gesagt, ich soll in den Keller gehen, oder nicht? Aber ist der blöd? Und halt nicht. Ah, wahrscheinlich jetzt erst durch das fertige Ernten. Okay, wir könnten 32,5 Hektoliter bekommen. Eine Menge. Das ist eine gute Qualität hier. Und wir hätten auch bis zu 150 Hektoliter Tankkapazität. Nicht schlecht, meiner Meinung nach. So, wir haben so und so viel. Der Verkaufspreis 1,10 Euro pro Kilogramm. Also wir könnten natürlich auch sofort verkaufen oder es halt in die Tanks einlagern.
Sofort verkaufen macht aber keinen Sinn, weil das ist mir auch ein bisschen zu wenig. So könnten wir wahrscheinlich noch ein bisschen was rauskriegen. So. Unglaublich! Du hast doch tatsächlich deine erste Ernte überlebt. Ich weiß deinen Sarkasmus zu schätzen. Kein Sarkasmus diesmal. Ich bin ehrlich gesagt von der Tatsache überwältigt, dass du noch hier bist. Du und deine Generation, ständig macht ihr uns runter und zweifelt an unseren Fähigkeiten. Wir sind aber zäher, als ihr denkt. Also kommt damit klar. So, was als nächstes? Geld an. Geld an? Ja, Geld an. Also quetschen, zusammen mit der niedersmetternden Erkenntnis, was für ein langer Weg doch noch vor mir liegt und mir die Sonnenblumen gerne ausgegangen sind. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ohne meine Kerne zurechtkomme. Du warst das. Diese Spur von Sonnenblumenkernschalen überall in den Weinbergen ist also von dir. Eine weitere unglaubliche Schlussfolgerung. Ich wünschte, wir könnten mehr Zeit damit verbringen, Sherlock im Weinberg zu spielen. Aber wir müssen wieder an die Arbeit. Heute werden wir die Trauben keltern. Oh, klingt doch einfach. Bevor du jetzt aber anfängst, die Trauben wie eine Barbarin zu zerquetschen, lass mich klarstellen, dies ist ein sanfter Prozess. Wir machen nur die Haut der Trauben, wir lassen nur die Haut der Trauben platzen, um alle inneren Feststoffe freizulegen. Bist du noch bei mir, London? Natürlich, glasklar. Klingt nur ein wenig brutal. Konzentration, wir werden Druck auf die Trauben ausüben, um den Säften freien Zugang zur Hefe, den Tanninen und den Eigensaften der Saale zu ermöglichen. Wow, du scheinst echt darauf zu stehen, mit hochtrabenden Begriffen um dich zu schmeißen, was? Ich bin ein Önologe. Mein Vokabular ist spezifisch, ganz im Gegensatz zu deinem. Hast du dir das notiert? Nee, ich werde mich nämlich nicht wiederholen. Wir werden das Setlinen mit den Endstilen kombinieren. Es ist ziemlich einfach. Die Stile werden entweder von den Trauben entfernt oder sie bleiben dran. Das hängt ganz davon ab, was der Winzer bevorzugt. Noch irgendwas unklar? Im Moment nichts. Ich schaue lieber später in einen meiner Bücher nach, als jetzt noch eine deiner Spitzfindigkeiten zu ertragen. Wie du meinst, jetzt geh und klettere in die Trauben und sei vorsichtig. Okay, machen wir das gleich. Oh, süß. Na dann, schade halt, dass wir dann irgendwie nicht wirklich dann da rein müssen. Und in der Zwischenzeit, Theo? Ja. Ich habe einige Bücher über die Weinherstellung gelesen. Der alte Mann hat mir Tonnen davon hinterlassen. Alle randvoll mit Notizen, seltsamen Diagrammen und alten Fotos. Oh Mann, das ist doch gut. Ja, allerdings sind mir ein paar Dinge noch nicht ganz so klar. Das ist nicht schlimm. Es ist schließlich ziemlich viel auf einmal. Zum Beispiel hier. Dieses Stutzen. Wie genau stelle ich das an? Stutzen? Du hast wirklich gelernt, was? Die Antwort ist zwar einfach, aber bei dir ist es ja noch etwas zu früh dafür. Wieso das? Nun, zunächst einmal stutzen wir die Reben im Winter. Dann sagen wir einfach, es braucht mehr als nur ein bisschen Buchwissen, um zu verstehen, wie man das macht. Aber keine Sorge, ich helfe dir. Okay, wir könnten dann hier mal nochmal ein bisschen rumklicken. Wir haben ein Journal-Update. Stutzen ist ein Vorgang, der Erfahrung und Zeit erfordert. Wir brauchen ein größeres Feld. Öffne das Menü. Wähle einen Technologiereiter, um die verschiedenen Verbesserungen freizuschalten. Wähle Verbesserung für das Feld und schalte sie frei. Okay, Menü. Technologien. Eine Felderweiterung brauchen wir. Erhöht den Feldplatz. Okay, also die erste kostet wirklich noch 500, das ist nichts. Die nächste würde 20.000 kosten, das wäre mir aber auch ein bisschen zu viel. Gucken wir uns noch mal ein bisschen weiter um. Ist erstmal egal. Okay, wir können halt vorherige Sachen nicht nutzen. Also, wie läuft's mit Gianni? Ich bin froh, dass du fragst. Denn, Kollege, wie um alles in der Welt dachtest du, wir könnten zusammenarbeiten? Autsch. Ja, er kann ein bisschen schroff sein, denke ich. Aber nimm's nicht persönlich. Schroff? Das ist nicht mehr schroff, das ist einfach nur noch unhöflich. Ich weiß, dass ich ihn und sein Wissen brauche, aber er ist völlig neben der Spur. Es tut mir wirklich leid. Ich kann dir versichern, dass er eigentlich ein guter Kerl ist. Er ist gewohnt, alleine vor sich hin zu nörgeln. Du weißt ja, wie Önologen sind. Ständig gestresst und unter Druck, den perfekten Wein hinzubekommen. Jo, das ist doch keine Entschuldigung dafür, einen Anfänger so zu behandeln. Ich stehe auch unter einer Menge Druck, weißt du?
Ich weiß. Schau, ich werde mit ihm reden. Ich bin sicher, dass er es gut meint, aber er muss die Sticheleien etwas runterschrauben. Mir geht es gut, ich kann das aushalten. Ich musste es nur mal rauslassen, wie auch immer. Ich bin so froh, dass unsere Einzelsitzungen wieder laufen. Ich habe deine Vorträge über die Weinherstellung vermisst. Ah, danke, es ist endlich Zeit, deine Reben zu stutzen. Juhu! Ich in ein Level aufgestiegen. Was, ich in? Okay. Was bist du? Also, beim Stutzen geht es vor allem um das Entfernen unerwünschter oder nicht benötigter Teile der Weinreben. Wir stutzen im Winter und wir lassen den Pflanzen die notwendigen Knospen für die Produktion im kommenden Jahr. Soweit so gut. Noch etwas, was ich wissen muss, bevor ich zur Prinzessin Stutz die Rebe werde? Prinzessin Stutz die Rebe sollte noch wissen, dass Reben mit verschiedenen Stutztechniken bearbeitet werden können. In der Rebsorte sind bestimmte Stutzstile besser geeignet als andere. Prinzessin stutzt die Rebe. Die Weinbergflüsterin. Okay. Also, ich entferne die unerwünschten Teile und lasse die Knospen dran. Wie viele Knospen? Wie wähle ich die aus? Gute Frage. Kurzform, weniger Knospen, bessere Qualität des Weins. Mehr Knospen, mehr Quantität des Weins. Es geht immer um Qualität versus Quantität, nicht wahr? In diesem Fall definitiv ja. Okay, also wir können hier auswählen. Wir mehr oder weniger. Also hier hätten wir sehr wenig an Menge. Hier hätten wir eine... Also, okay. So kriegen wir einen guten Reifegrad hin. Eine sehr gute Qualität. Aber würden halt von der Menge her irgendwie Minus machen. Hier würden wir sehr viele Knospen am Ende drüber lassen. Hätten dadurch eine sehr große Menge. Aber eine scheiß Qualität und der Reifegrad würde nicht ausreichen. Also ich würde es mal fast so sagen. Mittel könnten wir versuchen. Aber ich würde ja die Qualität gerne mal für das Angezockt nach oben nehmen. Also würde ich auch sehr wenig Knospen hier drüben lassen. Na, würde ich jetzt bestätigen so. Nehmen wir mit. Und mal gucken, was wir nochmal im Technologiebomben. Also wir könnten... Hier vielleicht was freischalten, macht keinen Sinn. Ne, hier Technologien. Geräteschuppen vor allem. Chardonnay könnten wir kaufen. Reinigungsraum. Schlepperkeller. Hätte jetzt eigentlich gehofft, dass ich hier Stutztechniken irgendwie. Oder die Felderweiterung. System. Ach, hier Arten des Rückschnitts. Dann für Chardonnay. Uiuiuiui. Gut, ich würde jetzt auch noch keine neue Rebsorte weiterschalten, freischalten. Das macht für mich keinen Sinn. Bisher haben wir ja auch nicht wirklich Ausgaben gehabt, außer die 500 für das extra Feld. Hätte ich aber das gewusst, dass man hier noch so ein 500 sowas freischaltet, hätte ich das eher gemacht. Oh mein Gott, die Presse ist verschmutzt. Die müssen wir reinigen. Da kriegen wir eine extra Karte. Okay. Ah, scheiße, passt eigentlich nicht mehr rein. Hallo, erneut London. So sehen wir uns wieder, Mr. Bond. In der Tat, ich hoffe, du bist bereit, denn heute werden wir einen der komplexesten Teile der Weinherstellungsprozesses verhandeln. Für diesen Anlass habe ich meine alten Notizbücher entstaubt. Ich habe auch eine ganze Tüte Sonnenblumenkerne, auf denen ich herumkauen kann. Sollte mich deine Inkompetenz mal wieder überwältigen. Sie können ihren Charme abschalten, ich bin immun. Aber wie dem auch sei, ich bin bereit. Also öffne dein Zauberbuch und lass uns Wein beschwören. Pass jetzt gut auf, Herr London. Erinnerst du dich noch daran, was ich dir über das Geld dann erzählt habe? Sei sanft, lass die Haut der Trauben platzen, befreie den zuckerhaltigen Saft und setze ihn der Hefe aus. Ich bin beeindruckt. Gut, die Gärung ist der nächste Lied. Hefe wird nun Traubenzucker in Alkohol umwandeln. Das ist jetzt also der Urknallmoment in der Weinuniversum Special Edition. This is when the magic happens. Nicht ganz die Art, wie es meine Professorin an der Önologischen Fakultät von Alba es ausgedrückt hätten, aber ich muss zugeben, dass mir deine Version gefällt. Auch wenn sie ein bisschen, pittoresk ist. Zucker trifft auf Hefe und BÄM! Es werde Wein. Nicht so schnell. London, nicht so schnell. Die Gärung beeinflusst den Körper, die Süße, die Tannine und den Säuregehalt des Weines.
Je nach Rebsorte gibt es unterschiedliche optimale Werte für jede dieser Eigenschaften. Sicher, hey, warte. Liest du aus deinen alten Notizbüchern? Das tue ich. Unterbrich ich mich nicht. Wie ich schon sagte, werde Süße und Tannine durch die Dauer des Gärungsprozesses beeinflusst. Soweit alles klar? Klar wie Kloßbrühe. Das ist nicht überlassend, wenn man bedenkt, wie wenig Wissen du auf diesem Gebiet hast. Sau. Ich bin müde und mir gehen die Sonnenblumenkerne aus. Ich werde es dir leicht machen. Sagen wir, du fermentierst Barbera, okay? Ein praktisches Beispiel wäre hilfreich. Ja, lass mich das aufschreiben. In diesem Fall wären deine optimalen Werte Tannine 2 zu 10 und Süße 2 zu 10. Versuch es doch einfach mal, auch wenn ich stark bezweifle, dass du es beim ersten Mal richtig hinbekommst, angesichts deiner nicht vorhandenen Expertise und der Grundausstattung, die wir im Keller haben. Ein paar Tropfen Optimismus zu deinen Sonnenblumenkernen würden dir nicht schaden, weißt du? Okay, also wir müssen... Wo sehe ich denn? Also Süße... Das ist 2. So geht die Süße ja runter. So. Ja, wo sehe ich jetzt die Tannine? Gärung, Presse, das braucht 2 Tage. Ach, der Gerbstoff. Tannine sind, natürlich vorkommende Polyphenole. Okay. Restzucker ist nicht der vergorene Traubenzucker. Also das heißt, wir müssten eigentlich so bei Gärungsdauer kurz lassen. Weil ich vermute mal, das ist das, was nach unten geht. Ja. Also wir könnten vielleicht hier Glück haben, dass wir bei der mittleren, also bei einer fast mittleren Gärungsdauer, was soll eigentlich dieser Bonbon deuten? Hm. Zwei zu sehen muss ich hinkriegen. Nee. Also ich würde es wirklich mal versuchen. Hier haben wir ja so ein Zwischendingens. Ich lasse es mal bei dem Kurz, weil da kann man nicht übergeben, was falsch machen. Oh Gott, wir können hier auch noch was machen. Ah, okay, dann könnten wir hier noch was anheben. Okay, so würde ich es lassen, einmal pro Tag. Dann haben wir wenigstens ein paar Tannine, die rausgehen, und wir haben trotzdem noch ein Verhältnis von 2 zu 10. Schade, dass wir hier nicht nochmal drehen können. Mann, Na gut. Das ist halt auch doof, dass wir Stehende nicht verschieben können, ne? Ja, was soll's. Das Ding reinigen wir danach. Du siehst der müde aus. Bin ich auch. Ich bin ausgegoren. Zieh an. Ist das dein erster Versuch eines witzigen Wortspiels? Verflixt, du nimmst das ernst. Ehe du akzeptierst, dass ich gekommen bin, um zu bleiben, desto besser wirst du dich fühlen. Glaub mir. Also, was steht heute auf dem Speiseplan, neben dem üblichen Geplänkel und mürrischen Bemerkungen, meine ich? Pressen. Das ist der Prozess, bei dem der Saft aus der Traube gepresst wird. Ziemlich selbsterklärend, oder? Ist es das? Offensichtlich ja. Erhöhe die Pressintensität und du bekommst mehr Wein. Verringere sie und dein Wein wird von besserer Qualität sein. Schreibst du das mit? Erhöhen für mehr Quantität, Verringerung für bessere Qualität. Gut. Denk dran.
dass die Pressintensität auch den Wert von zwei Eigenschaften beeinflusst, nämlich Körper und Tannine. Wenn du eine Barbara presst, beachte, dass der optimale Körperwert bei 8 zu 10 liegt. Ei, ei, ich werde es ausprobieren und sehen, was passiert. Ich weiß ja, dass deine Generation nicht sonderlich lesefreudig ist, aber du kannst auch die Weindaten überprüfen und die richtige Balance zu finden. Das solltest du selbst schaffen. So, das heißt also, wir müssen den Körperwert auf 8 kriegen, also bis hier hinter. Die Tannine sollten aber eigentlich weniger werden, meiner Meinung nach. So, 10% Intensität würde ich jetzt so lassen. Körper kriegen wir dann schon hoch, weil ich meine, das Maximum wäre eh nur 4. Ich möchte eine gute Qualität vom Bein haben. Und so lassen wir es auch.